Yo, Peace Leute und willkommen zum zweiten Part von 400 Days, dem Extra von The Walking Dead. Ich würde sagen, wir hatten im letzten Part eine weibliche Person, also nehme ich mal den alten Alki hier, den Vince, der sich dann erstmal hier ein Weinle oder ein Whisky reinpfeift im American Red Cup, der weiß, wie der Hase läuft. Und hoffentlich kommt nicht wieder so eine Situation, dass wir einen Betonpfahl aus dem Boden ziehen müssen. Aber diesmal wüsste ich ja, dass wir X gedrückt halten müssen. Damn it. I told you. I already told you it wasn't me, man. Man, come on. I told you like 20 times. I don't even know your brother. Okay. Das sind wohl wir. Das fängt ja schon mal gut an. Jetzt rennt er aber schnell, hey. Da ist auch schnell unterwegs, dazu und alles andere. Hey, das ist doch der Drugstore in Macon. Das ist noch vor der Apokalypse. Da kommen sogar Polizeiautos und sowas. Aufs Dach, Alter. Nicht in den Mülleimer, Digga, das ist kein bisschen auffällig. Aufs Dach ist jetzt auch nicht gerade unauffällig, aber. Okay, vielleicht war aufs Dach doch nicht die beste Entscheidung. Vince, Tag 2 erst. Okay, also sehr, sehr. Das finde ich jetzt sehr, sehr cool. Dass man so ein bisschen von der Zeit her einfach sehr große Unterschiede hat. Einmal Tag 220 und hier Tag 2. Also kurz nach der Apokalypse erst. So haben wir mit Lee haben wir damals auch an Tag 1 oder Tag 2 oder so angefangen. Also ganz, als ganz, ganz frisch war. Und jetzt sind wir hier auch mit. Wie hieß der Vince? Reden Gefangener? Ansehen Fenster. Reden wir mal mit dem hier. Bro, warum tust du da das ganze mit Sche. Ey, lass das jetzt wohl! Du Pisser! Ja, nichts ist natürlich in der Mitte. Hey, Vince! Justin's gonna make me! It's too hot for this shit. Vince, I'm making him hot now! Yeah, Danny, you're making me hot. Wir reißen jetzt mal den Ketten, Alter. Fresse jetzt, ihr Pisser. Come on, Vince. Da grinst er, der Vince. Aber eigentlich ist es nicht zum Grinsen. Ja, genau, wir sind im Gefängnisbus. Und werden wohl in den Knast wandern. Einfach einen Hund stehlen, Alter. Oh nein, sag mir nicht, der ist Vergewaltiger, Alter. Wir sind alle im selben Boot. Oh, Digga, Vergewaltiger, Digga. Aber das geht gar nicht, Alter. Dann, also anscheinend ist den wir jetzt sehen, ein Vergewaltiger und... Der da hinter uns scheint ein Räuber zu sein, also irgendwas hat ausgeraubt oder sowas, irgendjemand. Ja, ist ja aber auch verständlich, denke ich mal. Muss ja nur eben wieder rankommen. Ja, man. Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from White Collar back there. How many lives you wrecked, kid? Hat er gerade von dem Mädchen geredet, dass er vergewaltigt hat, dass er jetzt anrufen will oder von seiner Freundin? Ich hoffe mal von seiner Freundin oder irgendwem. Also nicht, dann hätte ich mich nicht gesagt, ja, ruf die doch an. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? No, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. Wie man das verstehen soll. I can't believe I'm getting my moralism. Wenn du sowas machst, dann musst du und auch der Hund dabei erwischt wirst natürlich, dann musst du dazu stehen. I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am and there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores. Also dann scheint eine richtig große Nummer abgezogen. Fuck. Irgendwas. Hat richtig viel Cash Money gemacht. It was like a pyramid scheme. Scheiß Wall Street. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. Ja, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Ja, jetzt sind wir fuck Wall Street, Bros. Enough. So like a couple hundred K? A little over 100.
million. God damn. Dude, that's my rich kid. When we get out of here, you, me and Vince, we gotta go into business, know what I'm saying? You know, wenn wir rauskommen. I actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a ghetto priest. Man. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Ich hab einen Bruder. You touch a couple kids, Vince? Nein, ganz sicher nicht. They send you to prison for that now? He was in trouble. I had to help him out. I knew it was something stupid. You regret it, man? If you're saying what I think you are, I got respect for you, man. Ich kann nicht in ihn reingucken, aber ich weiß nicht, was passiert ist mit dem Bruder, aber jetzt stellen wir uns mal einfach was ganz Schlimmes vor. Dann wäre dieser Typ, den wir da erschossen haben, einfach... Oh, scheiße. Dann wäre der Typ einfach der meinem... Also, wenn jemand der Familie was antut, dann kennt man da keine Gnade einfach. Das ist einfach so. Auch wenn es natürlich menschlicher wäre, dann Gnade zu kennen. In dem Moment hätte da wohl keine Gnade gekannt, wenn es um die Familie geht einfach. Fuck you, motherfucker! Motherfucker, man! Oh, Digga! Oh, Jesus Christ! What the hell is going on? Crabtree, knock it off! Crabtree? Hey, get in there, man! Sit down, goddammit! Kennt ihr, einen Junker? Nah, man. No idea. Dem sollte mal vielleicht einer helfen. Du solltest mal nach da hinten gehen. Wie denn? Wir sind hier festgekettet. Vince, we gotta do something. You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid ass. Ja, komm, hilf ihm. Help him, Danny. What's that? Aber du wirst nicht so weit kommen, oder? Ja. Warum kommt der nicht, Alter, Digga, der erwürgt ihn da gerade? Was bist du für eine Missgeburt? Das chillt einfach so. Okay, asshole. Let him go. In between them, goddammit. He's gonna kill that boy. Crabtree? Schlag ihn K.O. Last warning. Knock him out. Go, goddammit. Digga! Du schon total psychisch gefickt. Der hat ihm einfach in die Fresse geschossen mit einer scheiß Shotgun. Es hätte doch gereicht, ihm einfach mit dem Lauf in die Fresse zu schlagen oder so. Alter! Was für ein dummer Junge ist das? What the hell was that? He made a move on me! Niemand hätte sterben müssen. This is crazy. Nobody had to die. This is what happens when you give guns to assholes. Ja, ACAB sag ich da mal nur. AKAP, Vollkopfsabasturz. What? I'm calling this in. Don't call it in yet. Just wait, okay? Just give me a damn minute. He might still be alive. Call a damn ambulance, man. Echt so, Alter. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Digga. You hear me? Just shut your mouth. Alter, wenn der jetzt auch noch... Einen von uns, wenn jetzt nochmal einen. Hör auf, ein Ding rumzufuchteln, Alter. Oh, you gonna get smart with me now? Vince. Was ist das für ein Bastard, Alter? Was denkt der, wer der ist? Nur weil der ein Abzeichen auf dem Arm hat, kann der nicht einfach wild Leute erschießen, der Bastard. You really wanna pull that trigger again, son? Thanks, man. Ja, Mann. Korrekte Aktion, Bro. Oh, da scheint es loszugehen. Und der Typ vor uns rechts ist gestorben. Hallo. Entschuldigung, darf ich reden? Dürfte ich kurz sagen, dass der Typ rechts vor uns da tot ist und wahrscheinlich sein Gehirn nicht zerstört ist? Also nicht der mit der Schutzgang geschossen wurde, sondern der andere. Ja, genau. Oh nein, es liegt infiziert vor unserer Fresse. Hey, you need to call someone. You hear me? We need to. Did he just fail on us? Alter. Zum Glück ist der angekettet, Alter. Back up, back up. Fuck, fuck, fuck. Aber da liegt noch der Polizist, Alter. Der wird bestimmt. You sure about that? Der wird bestimmt. Alter, wenn der die Kette ausreißt. Shit. What are we doing, guys? Come on! We gotta do something! Der hat die Shotgun! Die Shotgun! What kind of weapon? Where's the guard's gun? Yeah, the gun! Good thing! Der hat die bestimmt noch irgendwo bei sich und der liegt da, aber der wird bestimmt gleich zum Zombie und. I think he fell on it. Oh nein! Fuck me!
Okay, X-Spam. Ah, das gute alte X-Spam, ey. Das gefällt mir doch viel besser. Ich soll sie nehmen, okay. Ah, mit Handschellen ist natürlich nicht so schön. Okay, okay, Moment. Boom. Right in the face, bitch. Digga. Erstmal kotzen, Alter. Oh, wie krass ist das jetzt, wo man wirklich Also, erst mit Bonnie hatten wir so jemanden, der so richtig, also der schon ewig in der Apokalypse war. Jetzt so komplett am Anfang das nochmal zu sehen, ist schon mal was anderes. Okay, was können wir da machen? Mal den Absuch nach den Schlüsseln. Eigentlich will ich den eher schießen in seinen Kopf, weil der. Well, shit, if bestimmt sich zu ihm verhandelt. Und da vorne kommen wir wohl nicht mehr hin. Danny, hey, buddy. Oh, Digga, du bist so dumm. You always put your fucking foot in you, man. You gotta get out of here before any more of them show up. Oh ja, gut, gut. Das hast du irgendwie gesagt und da sind schon wieder 500.000 mehr. Fire the fucking gun! Wohin? Auf die oder was? Bist du am Arsch? Boom. Okay, das hat nichts gebracht. Jo, das wollte ich eigentlich auch tun. Was sollen wir denn sonst machen? Die Kette schießen? Oh, ich glaube nicht, dass die durchbricht. Ja, war mir eigentlich schon klar, dass sie das aushält. Oh, was sollen wir denn sonst machen? Versuchen wir dann zu rütteln oder so, Alter? Irgendwie muss das Ding doch aufgehen. Hab ich das schon versucht. Ja, aber da ist wohl ein Fuß im Weg. Nee. Die behalt mal schön ich. Hm? Aber wir müssen jetzt entscheiden, wem wir das Bein abschießen. Ich würde mal sagen, scheiß Vergewaltiger, Alter. Oh nein. Fuck. Alter. Scheiße. Nochmal. Fuck. Das Geräusch wäre immer so total ekelhaft. Und wir lassen den jetzt einfach liegen. Oh. Tschüss. Jetzt ehrlich gesagt, wir helfen dem noch irgendwie mitzukommen. Aber okay, wenn der Vince so entscheidet, ihn da liegen zu lassen, sage ich jetzt mal nichts. Strafgefangene Trophäe hatten. Oh, das war schon mit dem lieben Vince. 15 Minuten ist eigentlich ein bisschen knapp, Leute, aber ich möchte es dann so, ich möchte es so halten einfach, dass wir ein Charakter pro Folge machen, kommt dann einfach besser. Ist halt jetzt mal ein bisschen ein Hauptprojekt, wo die Folgen ein bisschen kürzer sind. Ich dachte eigentlich, also von der Spielzeit her dachte ich in etwa, dass wir 4 Parts, also ich habe mir halt durchgelesen, wie lange etwa die Spieldauer davon ist und habe ich gedacht, ja, 4 Parts alle halbe Stunde könnte passen. Aber jetzt denke ich mal, dass vielleicht jeder Part nur so 15 bis 20 Minuten gehen wird, denke ich mal. Also jede Person einfach 15 bis 20 Minuten. Ich mag eigentlich auch halbe Stunde Folgen mehr, aber ja, ist einfach schöner, wenn man das jeden Charakter einzeln macht, würde ich sagen. Voll den Frosch im Hals. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es nur 15 Minuten waren. Dafür wird dann, sobald die Staffel 2 anfängt, dann wieder alles eine halbe Stunde, ihr wisst, wie es läuft. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut die Playlist auf den Kanal vorbei. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann würde ich sagen, Peace up und haut rein.